So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed und wir machen heute weiter mit dem nächsten Teilgebiet und zwar einem Gangquartier, was wir heute uns mal etwas genauer angucken, weil wir das nächste Gebiet in der City of London mitnehmen wollen. Das ist das nächste große, was wir haben, was uns ans Hause steht. Sekunde mal. Ich muss mal gerade ganz kurz nebenbei meinen Wecker laufen lassen, meine Stoppuhr laufen lassen, damit ich weiß, was heute so ansteht. Wie lang die Folgen ungefähr sind, damit ich so ewig lang werden soll nicht, ganz klar. Jetzt. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen wieder in die Steuerung gekommen. Es ist das erste Mal, dass ich wieder seit langem wieder was aufnehme. So. Anführer unbemerkt töten. Wer ist denn der Anführer hier von euch, Hansels? Den will ich gerne mal mitgenommen. Ach, da hinten. Okay. Naja, alles gut. Ich weiß dann auch, was ich zu tun habe. Der nicht mehr. Ach, den haben wir schon. Ne, eigentlich der nicht mehr. Ich muss jetzt gerade ein bisschen. Warte mal. Ah, da müssen wir doch wieder runter. Oh. Eigentlich war das alles geplant. Ich wollte mich in das Haus eigentlich rein. Beziehungsweise nicht in das Haus rein, sondern auf das Haus. Rauf, auf das Dach. Weil ich mal gucken wollte, wo der Scharfschütze hier unten ist. Der soll nämlich auch noch. Hier soll ein blöder Scharfschütze noch rumrennen. Da ist er. Der Anführer ist ja der. Krieg ich den weg? Befreien wir? Dich nehmen wir auch mit. So, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Und zwar der Kollege da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ich den Anführer unbemerkt getötet habe. Eigentlich habe ich ihn ja. Na ja, warte mal. Den hole ich mir noch, den Jungen. Und tschüss. Und damit haben wir das Gangquartier befreit. Naja, Gefangene wurden befreit, aber den Anführer haben wir nicht komplett unbemerkt getötet. Aber das ist dann in dem Moment auch wurscht. Aufgabe ist geschafft und die nächste. Das nächste Teilgebiet der Stadt ist unser. So, dann machen wir weiter heute mit der Templinjagd. Der Willen Dipper, die brauchen wir jetzt als nächstes. Die sind auch nur 200 Meter weg. Ich arbeite mich jetzt gerade so ein bisschen durch London durch.
Weil wir ja unbedingt irgendwann mal die Stadtgebiete frei haben wollen. Oh. Nö, ist es nicht. Die ist schon tot. Gute Nacht. Entschuldigung, ich wollte euch mal eben kurz noch mitnehmen. Den Polizisten lasse ich gerade mal ein bisschen in Ruhe. Aber ich habe mir so eine Fabrik. Oh, da unten ist eine. Durch Zufall jetzt gefundene Kiste. Das war eigentlich jetzt gerade nur durch Zufall, dass ich die jetzt eben mitgenommen habe. Wie sollten wir danach noch ein Projekt anfangen? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht so. Aber mal gucken. Wie gesagt, kann ja auch alles passieren. Ich habe ja noch ein bisschen was auf der Platte. So, dann gehen wir kurz darüber. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen Templer jagen. Aber ich glaube, das reicht, wenn du den nur kurz niedermurkst. Das ist ein Feind, okay. Warte mal. Ja. Aha, mit Rauchbombe und Schleichkill. Okay. Psst, psst, psst. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Na, no, ah, da unten ist er. Okay. Identifizieren wir sie mal. Wen haben wir denn damit? Devlin Dipper. Ja, die habe ich ja schon gerade eben angesprochen. und da Rauchbombeneinfluss töten. Na gut. Dann nehmen wir sie mal kurz. Nehmen wir den mal mit. Oh, das nichts. Nur ein. Dann nehmen wir mal kurz die Aufgabe. Haben wir da auch weg. Haben sie. Ich mache eben sowas immer komplett. Lass mich da mal. So, und was der letzte? Da. Na gut, da vorne wäre noch einer. Den nehme ich auch noch mit. Ich nehme die beide noch mit, komm. Was macht die denn hier? Ich töte dich gerade nur kurz hin. Und geplündert. Aufgabe ist erledigt. So, haben wir noch irgendwas, das da jetzt noch mich stören würde? Nö, ne? Gut, dann verschwinden wir. Tschüssi, bin weg. Und schon haben wir sie erledigt. Was? Ich hab das Ding mit Rauchbombe und Schleichkill. Ich hab das Ding noch getötet. Ach, und? Ach, super. Ich dachte, ja, geil, dann machen wir nochmal. Dann machen wir damit längster, aber. Hm, okay. So, was haben wir als nächstes? Und dann haben wir hier oben noch eine Kopfgeldjagd, die wir immer mitnehmen wollen. Wie gesagt, ich mache jetzt nach und nach ein bisschen Nebenmissionen, wir noch ein Geschäft. Ein Hauch von Tee. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt auch die Linksmission hier. Die eine Nebenmission, weil da oben ist auch ein Templer und dann haben wir das Ding auch frei. Warte mal, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet eingeteilt ist. Okay, ich dachte, das wäre jetzt einfach zu finden. Das ist nur dieses Teilgebiet. Ah, okay. Warte mal. Ich muss mich gerade orientieren, wo ich lang muss. Da. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Und dann machen wir die Hauptmission weiter. Weil das. Dann haben wir das auch einmal in einem Rutsch erledigt. Aufpassen, Lady! Ich brauche nicht aufpassen. Ich bin. Wenn ich dich erwische, hänge ich dich an der Tau. So, erledigt. Nehmen wir mal mit, die Jungs da. So, den kann ich noch plündern hier schnell. Ja, wie gesagt, sorry, dass es so lange aussieht. Wie gesagt, es liegt an der Arbeit momentan. Wenn ich täglich teilweise von 9 bis 19 Uhr arbeite, habe ich abends nicht noch die Lust, dann eine große Assassin's Creed aufzunehmen. Bei der Formel 1 war das jetzt irgendwie mal ein Zufall. Okay. Solltest du heute nicht ärgern. Kein Glaubst du,
Meinst du, du wärst da drüben vor mir sicher? Meinst du nicht? So, gucken wir auf die Uhr. Wie gesagt, wir machen halt kurze Folgen. Das ist normal bei mir momentan. So. Plündern wir den auch noch, den habe ich schon, okay. So, dann hüpfe ich mal da hoch gerade, weil ich will mir einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen hier. Ich weiß gar nicht, wo wir sind überhaupt. Ja gut, City of London, ja, witzig. Also, dieser Kopfgeldjagd heißt wieder einen Typen abliefern oder eine Frau abliefern, einen Feind, wie auch immer. So, ich check jetzt gerade mal durch, die Leben zurückbringen. Ah, das ist natürlich super. So, ich gehe mal ein bisschen weiter runter, damit ich hier mal ein bisschen näher rankomme an die Jungs. Ein bisschen einfacher. Aha, gefangen nehmen wir mal. Wen haben wir denn da überhaupt heute? Mode Fossa. Okay. Dieser Mann natürlich jetzt Leben zurückbringen, alles klar. Kriege ich den von hier? Nö, ne? Ah, komm schon. Meine. Oh, tschüss. Kriege ich die runter? Ja. Ich wette mit meinem Ziel. Ja, oh wohl doch. Ah, sie läuft davon natürlich. Super. Ich kann mich gerade nicht mit euch schlagen, Jungs. Ich will mir die mal. Ich hole mir mal Flinten. Uschi, die muss da nämlich jetzt gerade mal abhauen. Komm her jetzt hier. Entschuldigung, ich muss hier durch. Darf ich natürlich nur kann. Ja, das ist natürlich klar, dass sie mich ganz natürlich sehen. Ich vertrage. Ernsthaft? Ich hol sie da runter. Das ist natürlich jetzt super. Ja, ich weiß, ich hab's doch nicht ins Lebensziel gebracht, aber wie gesagt, ich hab's da erstmal. So, jetzt rein mit dir. Gut so. Ja, okay, das gehört immer ein bisschen dazu. Ich muss natürlich jetzt hier aus erstmal rum komplett. Da, abgeliefert. Sie ist tot? Wie furchtbar. Sei froh, sie lebt nicht mehr. Das ist das Wichtigste. Schade, ja, ich hätte sie gerne. Aber es war einfach teilweise nicht anders machbar. So, damit haben wir es auch für heute gepackt. Dann haben wir drei Gebiete mitgenommen. Oh, wir haben ein sehr großes Gebiet sogar mitgenommen. Sehr gut, immerhin. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann wieder bei Assassin's Creed Syndicate.